Dieses Video wird dir präsentiert von Dein Design. Heute geht es um die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović. Und der Titel ist kein Fake. Jeder Mensch durfte 6 Stunden lang alles mit ihr machen, was er nur möchte. Dieses Experiment endete allerdings schockierend und zeigt, wie böse ganz normale Menschen eigentlich sein können. Das Experiment wagte sie 1974. Das Ganze nannte sie Rhythm Null. Es fand in einem neapolitanischen Studio namens Mora statt und sie stellte sich starr und regungslos einfach in den Raum. In dem Raum befand sich ein Tisch mit 72 Gegenständen. Dort stand ein Schild mit einer Botschaft von ihr. Es gibt 72 Gegenstände auf diesem Tisch, mit denen man an mir machen kann, was man möchte. Ich bin ein Gegenstand. Während dieser Zeitspanne übernehme ich die volle Verantwortung. Dauer 6 Stunden, 20 Uhr bis 2 Uhr. Die Gegenstände wurden in 2 verschiedene Gruppen eingeteilt. Links befanden sich die Objekte des Vergnügens und rechts die Objekte der Zerstörung. Auf der linken Seite lagen dann so Sachen wie Federn, Blumen, Parfum, Wein, Weintrauben und Brot. Und rechts lagen dann aber so Dinge wie Messer, Scheren, Rasierklingen, stumpfe Waffen wie Stangen oder Baseballschläger und sogar eine Pistole, die mit einer Patrone geladen war. Während der ersten Stunde passierte noch nicht viel. Hauptsächlich Fotografen näherten sich ihr, nach und nach sammelten sich aber immer mehr Leute und gingen zu ihr hin. Sie küssten sie oder hoben ihre Hände in die Luft oder gaben ihr Blumen. Es beginnt eigentlich noch recht harmlos oder eher sogar schön. Doch dann kippte das Experiment. Ab der 2. Stunde begannen Leute schon, sie herumzutragen und zum Beispiel auf dem Tisch abzulegen. Jemand stach mit dem Messer genau zwischen ihre Beine. Einige Männer begannen damit, sie intim zu begrapschen. Ab der 3. Stunde wurden immer mehr Objekte der Zerstörung als Objekte des Vergnügens von den Anwesenden ausgewählt. Ihre Kleidung wurde mittlerweile mit Messern und Rasierklingen komplett aufgeschnitten, sodass sie nackt dort steht. Ein Mann nahm sogar eine Rasierklinge und ritzte ihr einfach in den Hals, um dann ihr Blut zu trinken. Es ereignete sich immer wieder sexuelle Übergriffe. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Sie dachte schon, sie wird live vor allen Leuten vergewaltigt und kann sich aufgrund des Experiments nicht dagegen wehren. So weit kam es aber nicht, aber fast. Sie selbst beschreibt die letzten 2 Stunden wie folgt. Ich fühlte mich vergewaltigt. Sie schnitten mir die Kleidung vom Leib. Sie drückten mir Rosendorn in den Bauch, zielten mit einer Pistole auf meinem Kopf. Ich wusste, dass diese Pistole geladen war. Ich hatte solche Angst. Als die 6 Stunden endlich vorüber waren und sie nun kein Gegenstand, sondern wieder ein Mensch war, liefen alle Zuschauer plötzlich davon. Niemand konnte ihr in dem Moment ins Gesicht blicken. Als sie regungslos und still wie ein Objekt dastand, schien es allerdings für die Zuschauer egal zu sein. Sie haben einfach alles mit ihr gemacht. Angeblich haben sich in der Menge sogar 2 Gruppen entwickelt. Eine Gruppe, die ihr wehtun wollte, und eine andere Beschützergruppe. Als mehrmals mit der Pistole auf ihren Kopf gezielt wurde, soll es sogar zu einer Massenschlägerei gekommen sein zwischen der Aggressiven und der Beschützergruppe, während sie still dastand. Was für ein krankes Experiment. Es zeigt einfach, dass Menschen zu allem fähig sind und scheinbar reicht der Satz, ich bin für 6 Stunden ein Gegenstand, schon aus, um alle Hemmungen der Menschen fallen zu lassen. Dort befanden sich nur ganz normale Passanten, keine straffälligen Leute, sondern einfach ganz normale Bürger. Doch trotzdem war über die Hälfte dieser scheinbar normalen Leute dazu bereit, ihr grundlos weh zu tun und zu schaden und sie auch noch sexuell zu berühren. Warum begingen so viele normale Menschen plötzlich Straftaten, als es legal wurde? Das zeigt irgendwie, wenn so etwas wie The Purge wirklich mal erscheinen würde, wo einfach alles erlaubt ist, eine ganze Nacht lang, würden wohl wirklich über 50% der Menschen einfach auf Mordjagd gehen, weil es ja plötzlich legal ist. Jetzt noch eine ganz offene und ehrliche Frage an euch. Was hättet ihr mit ihr gemacht? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und was haltet ihr allgemein von dem Experiment? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr in so eine Richtung sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, ganz wichtig, um keine Videos mehr zu verpassen.
Und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos und in der Mitte könnt ihr ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.